Geistes frei. Ein herzliches Grüß Gott, ein cordiale benvenuto a tutti. Dankeschön, dass Sie hier sind zu dieser heutigen Pressekonferenz. Wir stellen hier gemeinsam etwas vor, Projekte vor, den Sommer 2020 vor für Kinder und junge Menschen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, Ihnen heute einen Einblick zu geben, was ist in den letzten Wochen passiert, wie schaut es aus, was wird noch kommen. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass sie dabei ist, die Magdalena Amhof und die kleine Anna. Sie sind auch bei uns und ich wundere mich immer, wie toll das funktioniert, schön, dass ihr da seid. Gut, ich freue mich auch darüber, dass wir Sie heute hier sehen. Es ist eine der ersten Pressekonferenzen hier im Landespressesaal, die auch mit physischer Präsenz erfolgt. Wir sitzen brav in Abstand voneinander, aber es ist schön, dass wir Sie auch wieder sehen, auch wieder live sehen. Und es ist schön, dass auch viele mittels Video heute hier dabei sein können. Ich darf ganz herzlich begrüßen. Ich glaube, ich muss Sie fast nicht vorstellen, aber ich möchte es trotzdem tun. An meiner Rechten Frau Martina Ladurna, Präsidentin und Geschäftsführerin des Vereins Die Kinderwelt. Und an meiner Linken Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste, Karl-Heinz Maloja. Ich muss sagen, da sitzen zwei sehr, sehr mutige Menschen, die sich wirklich haben Zeit nehmen müssen, heute hier zu sein, weil sie haben alle Hände voll zu tun, immer noch. Und sie stehen natürlich stellvertretend für die vielen Trägerorganisationen, die derzeit die Sommerbetreuungsprojekte geplant haben, die sie auch managen und die, wie gesagt, in diesem Sommer noch einmal mehr an Verantwortung auf sich spüren, sie wahrnehmen, sie ernst nehmen und das gemeinsame Ziel zusammen mit den Gemeinden, die natürlich auch in diesem starken Netzwerk mit drinnen sind, ist es, den Kindern und jungen Menschen im Sommer 2020 einen guten Sommer zu gestalten. Das heißt auch, muss ich sagen, einiges von dem wieder vielleicht wettmachen zu können, was sie auch in den schwierigen Zeiten der letzten Wochen und Monate in der Phase des Lockdowns, aber auch dann in den ersten Wochen der zweiten Phase auch mitgemacht haben. Ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz und damit darf ich beginnen. Ja, genau, wie normalerweise so ein Sommer ausschaut. Ich sehe immer, es ist immer gut, wenn man kurz einen Rückblick hält. Wir wissen, Sommer 2020 ist nicht gleich Sommer 2019 und ich darf sagen, hoffentlich auch nicht Sommer 2021. Aber so schaut normalerweise ein Sommer aus, wenn wir von Sommerbetreuung sprechen. Es sind 331 Projekte in 106 Gemeinden. Das Land Südtirol hat hier, denke ich, zusammen mit den Trägerorganisationen und den Gemeinden das große Glück, dass wir schon ein bestehendes, sehr gutes Netzwerk haben. Die Finanzmittel haben wir aufgestockt im Jahr 2014, als wir die Familienagentur gegründet und das übernommen haben, waren die Finanzmittel bei geschätzten 4 Millionen Euro. Jetzt sind wir bei 10,3 Millionen Euro. Die Anzahl der Projekte hat zugenommen, die Anzahl der Kinder hat zugenommen. Sie sehen normalerweise 75.000 Einschreibungen in diesen Sommerprojekten und Sie sehen auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns gemeinsam immer sehr wichtig ist, ist, dass es auch für Kinder, es ist ein integratives Modell, das heißt auch Kinder und junge Menschen mit Beeinträchtigung sind zusammen mit Kindern und jungen Menschen, die keine Beeinträchtigung haben in diesen Projekten und ich darf sagen, auch diese haben zahlenmäßig in den letzten Jahren Gott sei Dank immer zugenommen. Wie gesagt, Sommer 2020 ist ein ganz besonderer Sommer für alle, also für die Familien, für die jungen Menschen, aber auch und vor allem bei den Verantwortungsträgern und gesagt auch den Gemeinden, weil wir in einem Sommer sind, der immer noch mitten in einer Pandemie ist. Und es ist so schwierig für uns alle zu erklären, dass wir noch genau dort sind, nämlich mitten in einer Pandemie und dass es eben deshalb besondere Auflagen gibt, die schwierig sind. Nicht, das werden auch dann Frau Martina Ladurna und Karl-Heinz Maloja vielleicht kurz erläutern, dass es wirklich nicht einfach ist, das heuer hinzubekommen, dass wir aber alles dafür tun, dass es gelingt. Und Sie sehen, wir haben, das reiht sich jetzt in eine Phase ein, nicht die erste Phase, die Phase 1 war die Phase, wo wir staatsweite Schließungen der Schulen, Kindergärten, Kitas hatten, wo wir noch überhaupt nicht wussten, also die Planungen zur Sommerbetreuung sind ja abgeschlossen, normalerweise starten die im Herbst und im Februar ist das schon das meiste abgeschlossen, nicht? Und wir wussten nicht, können wir Sommerbetreuung überhaupt machen, ja oder nein, das war die Phase 1. Sie sehen dann mit 3. April sind wir dann in die Neuplanung und Umplanung im Grunde gestartet.
darf Ihnen sagen, die Unsicherheit war groß, wirklich groß. Zum Teil gibt es immer noch Fragen, die zu klären sind. Aber es war wirklich so, wir wussten nicht, schaffen wir das. Das muss ich ehrlich sagen. Wir wussten nicht, sind wir imstande, ein Programm anzubieten, das jetzt dem Gesundheitsschutz vielleicht schon Rechnung trägt, aber nicht dessen, dem, was junge Menschen und Kinder in dieser Zeit brauchen. Und wir sind in vielen Sitzungen zusammengesessen, haben viel, darf ich sagen, auch an Diskussionen gemeinsam gebraucht, haben gemeinsam jetzt einen guten Weg hinter uns, sind an einem guten Punkt. Ich möchte ehrlich sagen, sind an einem guten Punkt und ich möchte noch einmal allen danken, die diesen Weg mit mir mitgehen, weil, wie gesagt, wir tragen die politische Verantwortung, aber die Verantwortung vor Ort tragen, wie gesagt, in der Organisation die Gemeinden, aber vor allem Sie stellvertretend jetzt für die anderen Sommerbetreuungsanbieter und wie gesagt, es ist wirklich nicht einfach, darf ich noch einmal betonen. Die Phase 2 ist gestartet mit dem Landesgesetz Nummer 4 von 2020 am 8. Mai. Da haben wir die gesetzlichen Grundlagen für die Sommerbetreuung geschaffen. Ich darf sagen, wir haben auch auf römischer Ebene immer darauf beharrt, dass nicht nur in Südtirol Sommerbetreuung stattfinden kann. Warum? Weil wir nicht nur Kinder und junge Menschen, die das brauchen, in Südtirol haben, sondern auch darüber hinaus. Und deshalb darf ich sagen, sind dann auch im Laufe des Aprils, ich muss sagen eher Ende April, wenn ich mich richtig erinnere, auch die staatlichen Richtlinien dann für die Sommerbetreuung gekommen. Die haben es uns dann auch ermöglicht. Wir sind sehr streng gestartet mit den Auflagen und haben dann zum Schluss auch weitere Lockerungen vornehmen können. Und wie gesagt, das war alles ein Weg und auch eine Hilfe jetzt, damit es wirklich dann auch gut gelingen kann. Gut. In Italienisch. Allora faccio un adesso solo anche un flash in italiano, cioè dico un cordialissimo benvenuto a tutti quanti che oggi ci troviamo per la prima volta in questa conferenza stampa anche fisicamente. Faccio un cordiale saluto a tutti quelli che ci seguono anche via video online. Faccio una breve presentazione delle persone a mio fianco che poi conoscono già tutti, è la Martina Ladurna e Karl-Heinz Maloia, che sono coloro i stakeholder importanti che in quest'anno sono coloro che gestiscono e fanno possibile che partano questi progetti estivi. È stato un percorso difficile, molto difficile, ma siamo adesso su un buon punto e possiamo dire che siamo in grado di dare alle famiglie e alle persone, ai giovani e soprattutto ai ragazzi e bambini la risposta che oggi hanno anche necessità di averla, cioè su questi progetti estivi che anche corrispondono alle richieste, alla necessità dei bambini in una fase ancora di pandemia. È anche una fase che rende necessario adesso un ritorno in una normalità della vita quotidiana. Le sfide particolari, una parte abbiamo già fatto in tedesco, erano soprattutto la riduzione delle dimensioni dei gruppi, da una parte, e consecutivamente anche l'aumento del fabbisogno personale. Diranno forse loro poi soprattutto cosa implica, e l'abbiamo già visto nelle scuole e nella Notbetreuung che è stato fatto nel reparto del Ressort dell'istruzione, quanto più di personale ci vuole, quanto più anche di spazi all'aperto e anche dentro le scuole, all'interno, cioè degli edifici, quanto più ci vuole. Un tema è sicuramente sempre quando si parla di rapporti tra bambini, di rapporti tra personale e bambini, degli elevati standard di sicurezza. Devo dirle, guardatevi un attimino come è ripartita la scuola in Francia. Cioè a me faccio anche molto volentieri, vi faccio vedere anche le immagini, li passo, perché questi mi ha fatto proprio anche un attimino stare un po' anche immobilitato, perché detto così non vogliamo farlo. Cioè questa non è la risposta che vogliamo dare ai bambini, perché non corrisponde, cioè non è questo che vogliamo, ma dobbiamo attenerci sempre ai standard di sicurezza sia per bambini e collaboratori che poi riescono in qualche modo anche a gestirlo.
abbiamo spese aggiuntive, cioè dobbiamo mettere a disposizione più soldi nella giunta provinciale e anche a livello di comuni, perché con tutti gli standards che imponiamo, cioè anche i costi aumentano, ma anche questo possiamo gestirlo volendo, e quindi chiudo la mia parte e passo a Martina Ladurna, che adesso ci fa vedere la cosa anche dall'aspetto molto concreto, molto pratico. Grazie, danke Martina. Bedanke mich bei der Landesrätin Deeg für die Einladung zu dieser Pressekonferenz und bedanke mich auch sehr herzlich für die letzten Wochen und Monate, die wir gemeinsam in dieser Angelegenheit bestritten haben, in der Ausrichtung dahingehend, dass wir trotz aller Auflagen, trotz aller Einschränkungen den Kindern und Jugendlichen einen schönen Sommer bieten können. Das war unser Anliegen, aber bevor ich mit den aktuellen Zahlen der Neueinschreibungen starte, möchte ich einen kurzen Rückblick machen auf die vergangenen Monate, wo wir eigentlich, wie auch schon die Landesrätin gesagt hat, gemeint haben, wir sind mit der Sommerbetreuung schon unter Dach und Fach und können einfach in die konkrete Planung mit den Mitarbeitern, mit der Mitarbeiterschulung und so weiter gehen und nur mehr den Sommer erwarten, in gewohnter Form. Parto con una brevissima retrospettiva sui progetti che abbiamo programmato per l'estate 2020. In gennaio siamo partiti in 24 comuni come Kinderwelt con le iscrizioni per un totale di 174 settimane di assistenza estiva. I nostri progetti sono indirizzati a bambini che frequentano l'asilo o la scuola elementare. In totale, in gennaio si sono iscritti più di 1.800 bambini ai nostri progetti, con più di 5.800 presenze settimanali. Vuol dire che un bambino è stato iscritto in media per 3,2 settimane. Poi è arrivato Corona e quali erano poi le sfide più grandi per noi? Wir haben gehört, Stichtag war für uns auch der 8. Mai, wo das neue Landesgesetz entstanden ist. Davor sind wir alle in Unsicherheit und in der Ungewissheit gewesen, ob überhaupt Sommerbetreuung stattfinden können. Dann mit 8. Mai, wo das Landesgesetz verabschiedet worden ist, hatten wir eine Grundlage, die für uns aber dennoch sehr große Herausforderungen bedeutet hat. Was mussten wir tun? Zuerst einmal konnten wir unser gesamtes Programm über den Haufen schmeißen. Wir mussten ein neues Konzept erstellen, das den Auflagen und Erfordernissen der Richtlinien unter Covid-19 auch gerecht wurde. Wir haben dann uns dafür entschieden, dass wir alle Angebote in das Freie verlegen. Wir haben zwei verschiedene Konzepte, einmal für die ländlichen Gemeinden erstellt, das unter dem Titel mit Sack und Back getragen wurde oder konzipiert wurde, wo alle Einheiten im Wald und auf den Wiesen stattfinden werden und nur bei Schlechtwettertagen auf die Strukturen zurückgegriffen wird. Und für die städtischen Bereiche wurde das Konzept mit Spiel und Spaß entwickelt, wo natürlich nicht so die Gelegenheiten sind, auch in Wald und Wiese unter der Auflage auch, dass wir uns ja nicht zu weit von den Strukturen auch entfernen dürfen und alles auch zu Fuß mit den Kindern bewältigen müssen, auch Orte finden können, wo einfach im freien Aufenthalt möglich wird. Mit diesem neuen Konzept wurde es auch erforderlich, die Zeiten für die Betreuungseinheiten zu verkürzen. Wir mussten uns von ganztägigen Projekten verabschieden und haben in den Orten nur mehr bis 13.30 Uhr, 14 Uhr die Angebote ausrichten können. Das auch deswegen, weil jede Kleingruppe von einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter begleitet wird und dies über mehrere Wochen. Und eine Herausforderung für die Mitarbeiter generell schon bedeutet, um die ganzen Auflagen auch zu bewältigen, aber darüber hinaus auch eine Gruppe alleine und nicht wie gewohnt im Team begleiten zu können, ist eine spezielle und besondere Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Und um diese nicht
zu überfordern und zu sehr zu belasten, auch in ihrer Ausübung dieser Sommerarbeit, haben wir uns dafür entschieden, diese Projekte bis 13.30 Uhr, 14 Uhr anzubieten. Zudem war es auch erforderlich, von einwöchigen Einschreibungen abzusehen und auf mehrwöchige Blockeinschreibungen zurückzugreifen, um auch die Kontinuität in der Gruppe und im Betreuerteam auch zu gewährleisten. Das heißt dann, wir haben mit den Neuanmeldungen starten müssen, also alle Anmeldungen, die im Jänner bereits erfolgt sind, wurden auf Null gesetzt und wir sind in allen Gemeinden neu gestartet mit Online-Anmeldungen. Gestern um Mitternacht war in Klausen die letzte Anmeldemöglichkeit und deshalb habe ich auch die aktuellsten Zahlen mit dabei. Die Ergebnisse der Neuanmeldungen sind folgende. Wir haben uns, auch wie die Landesrätin schon angedeutet hat, wir wussten nicht, was erwartet uns jetzt auch mit den Neuanmeldungen. Werden es wesentlich mehr sein, werden es wesentlich weniger sein? Fakt ist, dass es wesentlich weniger geworden sind, als wir eigentlich angenommen haben. Die Anmeldungen haben sich oder die Einschreibungen haben sich auf über 50% reduziert. Das heißt, wir sind von 1.800 Einschreibungen auf 800 geschrumpft, was eben 44% der bisherigen Einschreibungen entspricht. Wir haben, was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, nicht nur unsere bereits im Jänner Eingeschriebenen natürlich kontaktiert, sondern die Einschreibung war für alle, die den Bedarf hatten, nochmal offen und alle konnten sich ja auch entsprechend melden. Wochenpräsenzen natürlich sind da damit auch gesunken, allerdings hat sich die durchschnittliche Wochenpräsenz durch diese mehrwöchigen Blockeinschreibungen auch erhöht, von 3,2 auf 4,7 Wochenpräsenzen dieser anwesenden Kinder. Hauptzeitraum der Sommerbetreuung ist zwischen 6. Juli und 14. August. In einigen Gemeinden starten wir schon am 22. Juni, aber der Hauptanteil startet dann mit 6. Juli. Und nach dem 14. August hingegen fällt dann auch wieder das Interesse an den Sommerbetreuungen fast auf die Hälfte zurück. Bei den Einschreibungen war auffällig, dass überdurchschnittlich viele Kindergartenkinder angemeldet wurden und sehr wenig Grundschulkinder. Ich führe das darauf zurück, dass natürlich die Auflage nach wie vor besteht und wir müssen von dem heutigen Stand der Auflagen ausgehen, dass eine Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren besteht und deswegen auch dies ein Grund sein wird, dass diese Zielgruppe sich einfach weniger für diese Sommerbetreuungsangebote gemeldet haben. Die Gruppengrößen haben sich natürlich auch verändert. Wir sind von ursprünglich 24, 25 Kindern pro Gruppe auf durchschnittlich 3,5 bis 4,5 Kindern pro Gruppe gesunken natürlich, aufgrund der Auflagen, dass die Kindergartenkinder bis zu 5 Kinder in der Gruppe betreut werden dürfen und bei Grundschulkindern bis zu 7 Kindern. Und was eine Folge ist und was wir für uns jetzt natürlich eine Erleichterung ist, dass durch diese geringeren Einschreibungen als erwartet, natürlich auch die Suche nach Mitarbeitern, nach neuen Mitarbeitern sich auch in Grenzen hält. Wir konnten eigentlich bis auf wenige Ausnahmen mit unseren ursprünglich geplanten Mitarbeitern die Einschreibungen auch so abdecken. Wir konnten alle Kinder aufnehmen, das ist auch eine wichtige Botschaft, die, glaube ich, sehr wichtig auch für die Familien und auch für die Landesrätin ist, im gemeinsamen Bemühen, dass wirklich allen ein Angebot geboten wird, die dafür das Interesse bekundet haben. Ja, für uns bleibt einfach nur auch der Dank auch an unsere Partnergemeinden,
Wir sind täglich im Austausch mit den einzelnen Gemeinden, weil auch auf die einzelnen Gemeindereferentinnen und Referenten, die die Sommerprojekte in den Gemeinden vor Ort betreuen und begleiten, eine ganz wichtige Rolle natürlich in diesen Wochen auch zugefallen ist und nach wie vor auch zufällt und wir einfach auf diese ganz gute Zusammenarbeit auch angewiesen sind, um diesen Sommer gemeinsam zu bewältigen, sei es in der Zurverfügungstellung und in der Suche der Räumlichkeiten, sei es in der Zurverfügungstellung und Organisation von Küche und auch Reinigungskräften, auch in der Suche nach Wald- und Wiesenplätzen, wo wir uns aufhalten dürfen, wo wir auch eben die Genehmigungen dann unter Umständen auch von Privaten einfordern müssen. Aber das hat alles eben, übernehmen alles die Gemeinden und dafür möchte ich auch an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön aussprechen, denn ohne Ihre Mithilfe und im Schulterschluss mit Ihnen wäre die Abwicklung und Organisation der Sommerbetreuung in dieser Form überhaupt nicht möglich. Dankeschön, ich darf jetzt überleiten und bringe noch zwei Slides genau zu dem Thema Bedarfserhebung und Bedarfsdeckung in den Gemeinden. Cioè quello che quest'anno normalmente devo dire non facciamo una conferenza stampa all'inizio ma sempre alla fine dei progetti estivi per vedere un attimino come è andato l'estate. E quest'anno, siccome c'era anche tanta paura che non parte o che non c'è sicurezza o non ci sono i progetti, abbiamo fatto un sondaggio sui fabbisogni dei comuni. Cioè abbiamo scritto a tutti i 116 comuni, diteci un attimino quanti progetti avete adesso, quanti partono, com'è la pianificazione, quanti bambini. Abbiamo ricevuto fino adesso, perché alcuni sono ancora sempre in fase di programmazione, sempre a livello sondaggio, tramite sondaggio online, finora da 66 comuni delle risposte. I progetti programmati in questi 66 comuni sono 244. Un progetto vuol dire non una settimana, questo forse specifico, cioè se un progetto va per 6 settimane è un progetto, non 6. No, per dirlo forse un attimino più chiaro, quindi 244 progetti che possono andare, possono essere fatti da una settimana, che normalmente quest'anno non c'è, fino anche a 7 settimane consecutive, e dipende un attimino anche da quanto era il fabbisogno e le richieste a livello comunale. Quindi se facciamo una statistica, cioè una media, sono 3,8 progetti per comune. In pianificazione questi comuni, sempre questi 66 comuni ci hanno detto ancora hanno 48 progetti in pianificazione per 814 bambini e ragazzi che poi possono ancora iscriversi, e questo anche è un po' il tema di oggi, far presente alle famiglie, guardate ancora ci sono i progetti, iscrivetevi perché ci sono ancora posti disponibili, devo dirlo non in tutti i comuni ma in parte dei comuni. Wir haben dann eine Bedarfsdeckungsanalyse gemacht und haben gesagt, gut, wie viel Prozent schaffen wir derzeit abzudecken? Wie gesagt, es gibt einen großen Unterschied, das muss man sagen, in der Komplexität zwischen der Stadtgemeinde Bozen und, wenn ich ein Beispiel machen darf, Mölten. Also dort natürlich ist es eine ganz andere Sache, Sommerbetreuung machen, weil wir natürlich in ländlichen Gemeinden viel Freiflächen haben, den Wald haben, viel andere Dinge, die sind in einer Stadt natürlich viel schwieriger. Und das ist jetzt natürlich in Gemeinden wie Bozen, Brixen, Leifers, Meran die besondere Herausforderung. Am Anfang war es so, wir haben gesagt, pass auf, ihr dürft mir nicht in die Schwimmbäder gehen und ihr dürft nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Warum? Weil man einfach mögliche Infektionsquellen reduzieren will und das Risiko damit. Das wurde jetzt auch gelockert, wie gesagt, aber natürlich diese Lockerungen passieren auf dem Weg mit den Infektionszahlen und immer mit Entwicklungen der Infektionszahlen. Eine Klammer noch, es wird ja immer gefragt, warum seid ihr so kompliziert?
Und jetzt darf ich sagen, ein Grund, wie Politik in diesen letzten Wochen passiert ist, ist, sie fährt auf Sicht und sie stützt sich auf Inputs und Datenanalysen und Studien von Experten, Virologen, Epidemiologen. Wir haben bis heute nur eine Vorstudie, die Drosten-Studie in Deutschland, die auch noch nicht auch sehr umstritten ist, nicht, wie sich Infektionsentwicklungen, Ketten bei Kindern auswirken. Und deshalb haben wir hier immer noch, wir fahren und planen auf dieser Basis. Wir freuen uns und sind dankbar, wenn im Laufe des Sommers dann endlich vielleicht auch fundiertere Studien aus Realitäten kommen, die eben nicht vielleicht alles eingefroren haben, und können dann natürlich jetzt die Kollegen Landesräte in der Bildung planen, jetzt auch dann den Herbst mit Präsenzunterricht, das darf ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen, immer aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse, die hoffentlich dann bis dort vorliegen. Sie sehen also, ich brauche das nicht wiederholen, 78% der Gemeinden sagen, wir decken 75-100% des Bedarfs ab, und den Rest sehen Sie auch noch. Wir werden Sie dann gerne auf den Laufenden halten, wie sich diese Geschichten entwickeln. Martina Ladurna hat schon gesagt, Sie decken vor allem den Bereich Grundschule und Kindergarten ab. Karl-Heinz Maloyer hat auch hier in diesem Sommer seine Aufgabe mitgefunden. Die Jugenddienste sind normalerweise diejenigen, die für Mittelschulen und junge Menschen bis 15 und für Menschen mit Beeinträchtigung Kinder bis 18 planen. Heuer sind sie auch in dieses Feld eingestiegen, aufgrund der Notwendigkeit, den Sommerkindergarten irgendwo abfangen zu wollen. Nicht? Das war eine Baustelle, die sich vor 4 Wochen aufgetan hat, eine zusätzliche. Und jetzt würde ich ihm einfach das Wort geben, bitten, aus deiner Erfahrungen in den letzten Wochen zu berichten. Gerne. Guten Morgen. Guten Morgen meinerseits. Buongiorno, ringrazio anch'io per l'invito e sono contento di essere qua oggi, poco prima della partenza dei progetti di questa estate, un'estate sicuramente diversa di quello che siamo di solito abituato. Mi scuso già adesso, vado avanti in tedesco, però su tutte le domande poi volentieri proseguiamo in italiano. Überblick bisschen über uns und was bisher geschah. Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste ist der Zusammenschluss der 18 Jugenddienste in Südtirol. Zusätzlich ist Neugenie Gardena mit dabei und das Jugendbüro Passaian. Die Jugenddienste außerhalb Corona unterstützen normalerweise, begleiten, machen Jugendarbeit vor Ort und in den Gemeinden. Sommerprojekte sind für viele Jugenddienste schon seit vielen Jahren ein wichtiger Schwerpunkt im Arbeitsjahr. Zum einen ist es uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche in den Sommermonaten eine tolle Möglichkeit haben, eine tolle Zeit mit Gleichaltrigen verbringen können, Begegnungen haben, eingebettet in vielen Erfahrungen und Erlebnisse. Wir hatten und haben auch stets aber eine zweite Zielgruppe im Fokus, nämlich viele Jugendliche, die im Sommer einen Sommerjob wollen und auch brauchen. Vorwiegend Studentinnen, Studenten, für die die Arbeit als Betreuer zum einen eine tolle Lebenserfahrung ist, oft aber auch prägend für künftige Berufsentscheidungen und vor allem auch, und in aller Ehrlichkeit, dass sie die Möglichkeit bekommen, ein paar Euros zu verdienen. Das war vor Corona wichtig und wird auch heuer für uns eine Wichtigkeit haben, dass wir jungen Menschen Berufserfahrung die Möglichkeit geben, bei uns zu arbeiten. Das galt in den letzten Jahren so und soll auch vor allem, wenn in den letzten Wochen fast alles anders geworden ist, vor allem die gesamte Planung neu gemacht werden musste, das soll auch für heuer Gültigkeit haben. Kurzen Ausblick, die Grobplanung beginnt bei uns bereits im Herbst, ab Jänner wird dann im Detail weitergeplant. Die Jugenddienste hatten für den Sommer 2020 circa 500 Wochen geplant und Frau Landesrätin hat auch einen Überblick gegeben, wenn wir über Projekte und über Wochen reden, in dem Moment sind es circa 500 Wochen in sehr vielen Gemeinden Südtirols mit insgesamt, und auch diese Zahl ist für uns immer wieder beeindruckend, mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für den Sommer zusätzlich angestellt werden. Die Corona-Pandemie hat dieser Planung einen Strich durch die Rechnung gemacht, nach sehr vielen Fragezeichen in den ersten Moment, und wir haben den Zeitplan oder diese Zeitleiste als solches auch gesehen, und der kann ich nur zustimmen,
galt es eben nach der Unsicherheit und dann nach der Schockstarre in einem ersten Moment, galt es das Bestmögliche zu machen, zu versuchen. Sehr viele Fragezeichen im Laufe dieser Wochen, teilweise Monate aus dem Weg zu räumen. Das ist im Zusammenspiel mit eben aller Verantwortungsträger zum Teil gelungen. In den letzten Wochen ist sehr intensiv um und dann neu geplant worden, anhand der Vorgaben, anhand der Richtlinien. Die verschiedenen Lockerungen sind zu begrüßen und in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr willkommen. Ein Nebensatz da, das Planen und die konkrete Vorbereitung machen die Lockerungen aber mit Sicherheit nicht leichter. Wir sehen den Start, und es ist höchst an der Zeit, und wir sehen an den Start der Projekte herbei, denn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mit Sicherheit viel mehr Spaß als die Auseinandersetzung mit Gesetzen, mit Richtlinien, mit Dekreten, mit vielen Änderungen und da Unklarheiten. Sehr wohl, und ich möchte da nicht missverstanden werden, sehr wohl ist es uns ein Anliegen, den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den vielen Begleitern, Betreuern den bestmöglichen Schutz und Sicherheit zu geben. Die Jugenddienste und kann diesbezüglich sicher auch die gesamte Jugendarbeit in Südtirol mit hereinnehmen, seien Orte, wo junge Menschen, Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Interessen wahrgenommen werden. Dieser Grundsatz ist generell ein Grundsatz unserer Arbeit, betrifft aber auch die Sommerprojekte und betrifft auch unser Engagement bei den verschiedenen Betreuungsangeboten. Auch wenn eben zurzeit alle von Betreuung reden, gilt für uns nach wie vor der Ansatz, dass wir nicht betreuen, sondern vielmehr Begleiter sein wollen, gerade in einer Zeit, wo es wichtig ist, ein wenig Normalität für Kinder und Jugendliche wiederherzustellen. Gerade wenn wir auf ältere Kinder und Jugendliche, und ich tue mich immer schwer, dann zu entscheiden, ob wenn reden wir von Kindern, ob wenn reden wir von Jugendlichen, aber ich glaube, dass ältere Kinder, auch Jugendliche, Mittelschule, erste, zweite Klasse, Oberschule, mit Sicherheit diejenigen sind, denen unser Augenmerk gerade in dieser Zeit jetzt besonders gelten soll. Gerade diese wollen normalerweise und wollen auch heuer gefordert sein, möchten sich einbringen, möchten aktiv sein und sind mit Sicherheit nicht zufriedenzustellen. Und das ist ja nicht unser Anliegen, wenn es jetzt um reine Betreuung geht, wenn es darum geht, jemanden zu haben, der auf sie schaut, sondern ich glaube, für uns und das versuchen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz Corona Tage und Wochen auf die Beine zu stellen, die bei Kindern und Jugendlichen trotz der aktuellen Situation viele positive Erlebnisse bewirken sollen. Das ist alles andere leicht, aber ich bin stolz, und dieses Wort verwende ich nicht oft, und in dem Moment verwende ich es, und vor allem auch dankbar, dass unsere Mitarbeiterinnen, das vor allem auch, und das wird in Zeiten wie diesen oft vergessen, wir sind Vereine, rechtlich verantwortlich bei unseren Vereinen, sind ehrenamtliche junge Menschen, ehrenamtlich junge Erwachsene, die Verantwortungsträgerinnen sind, und die haben in den letzten Wochen, und die werden auch weiterhin versuchen, das Bestmögliche zu machen. Es gibt Herausforderungen, und ich kann aktuell, und ich werde es anschließend auch gleich nochmal erklären, noch nicht mit fix und fertigen Zahlen präsentieren, weil vieles läuft noch. Vor allem gibt es ja noch Herausforderungen. Die hat es bisher gegeben, die wird es auch weiterhin geben. Für mich die größte Herausforderung schlechthin war und ist die Ungewissheit und die Unsicherheit. Wir sind es nicht gewohnt, am Ende eines Tages Fragen unbeantwortet zu wissen und Entwicklungen nicht genau vorhersagen zu können. Bin überzeugt, dass es aber nur gemeinsam gelingen kann, und wenn wir Träger der Sommerprojekte, wenn die Verantwortungsträger in Verwaltung, in Politik an einen Strang ziehen, dass das Kinder und Jugendliche jetzt mehr denn je brauchen. Wenn man in Zeiten wie diesen von einem positiven Aspekt reden darf, dann stimmt es mich zuversichtlich, dass sich ein Mehr an Miteinander, ein Mehr an Verantwortung wahrgenommen haben, ein Mehr an Zusammenschauen, das sichtbar ist. Ich bekomme sehr viele Rückmeldungen von den Jugenddiensten vor Ort da, wo die Zusammenarbeit zwischen den Trägern, zwischen den Gemeinden, auch Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen sehr gut funktioniert. Und dafür ein Dank an dieser Stelle allen,
allen Verantwortungsträgern auf Gemeindeebene, aber auch auf Landesebene, hier stellvertretend Landesrätin Deeg, aber auch dort ist es ein Zusammenschauen quer durch viele Bereiche und in meinen Augen funktioniert Lösungen und vor allem, wenn wir lösungsorientiert unterwegs sein, nur ein Miteinander und mit Sicherheit nicht ein Gegeneinander. Klar ist auch, dass es noch viele ungelöste Probleme gibt. Eines davon kann auch das Thema Räumlichkeiten sein. Da ist es sehr wichtig. Also wir haben 116 Gemeinden in Südtirol und wie die Landesrätin vorhin in meinen Augen ein treffendes Beispiel gemacht hat. Es gibt Orte, wo soweit alles okay ist, alle Projekte soweit unter Dach und Fach sein, keine Wartelisten da sein, also dass man wirklich alle Bedürfnisse soweit auch abdecken kann. Es gibt aber auch, und möchte jetzt nicht den schwarzen Peter einzelnen Gemeinden oder Städten zuschieben, aber es macht sicher schwierig, vor allem wenn ich jetzt an Bozen denke, wenn ich an Meran denke, wo ganz viele Projekte auch in Planung sind und wo alles Bestmögliche versucht wird, aber da braucht es sicher auch noch in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen ein mehr an noch ein Zusammenschauen, damit man auch letzte Details auch noch regeln kann. Trotzdem, kurzer Ausblick, wie gesagt, ohne Zahlen, es gibt bei vielen Jugenddiensten die Rückmeldungen, dass effektiv auch so in der Richtung, wie es Martina Ladurner gesagt hat, also irgendwo 50% weniger Anmeldungen, als wir es noch bis Februar war. Es gibt viele Gründe, ich glaube, das wäre auch interessant, die zu vertiefen, aber die Gründe seien unterschiedlicher Natur, aber es gilt sicher auch, auf diese einen Moment zu schauen. Es gibt aber auch, wie schon angekündigt, Wochen und Orte, die ausgebucht seien. Es ist im Moment schwierig, einen Gesamtüberblick zu kriegen. Wir seien dabei, auch gemeinsam mit den Gemeinden, was freie Plätze und Wochen anbelangt. Da die Neuplanung, da teilweise Anmeldungen vor Ort dann noch laufen, auch laufend noch neue Projekte mit dazukommen, weil man wirklich versucht, den Bedarf so weit wie möglich abzudecken. Ich glaube, dass es da, und das wäre ein Wunsch von mir und auch eine Bitte, dass Kinder, Jugendliche oder unter deren Familien einfach den besten Blick ist, wirklich vor Ort Kontakt aufnehmen mit Trägern von Ort, mit den jeweiligen Gemeinden. Ich glaube, in Zeiten wie diesen funktioniert das sicher besser. Es ist schwierig, als unter anderem ja, irgendwo die Fäden zusammenlaufen zu lassen. Das soweit wirklich ein kurzer auch Situationsbericht. Grazie per l'ascolto e come detto, dopo volentieri sono a disposizione. Damit kommen wir dann, Dankeschön, Karl-Heinz Mayer, damit kommen wir dann auch schon fast zum Abschluss. Also eine letzte Slide möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen. Ich darf eines sagen, in den letzten Wochen wurde viel gesagt, es läuft unkoordiniert und ja, es wird da nicht mit auf Sicherheit gearbeitet. Ich darf sagen, noch einmal möchte ich betonen, dass die Trägerorganisationen, die heute hier sind, aber auch alle, die draußen arbeiten, und das sind viele, sie arbeiten hochprofessionell. Also wenn wir von Sommerbetreuung sprechen, reden wir weit mehr als von Betreuung. Es geht wirklich, wie ich möchte es auch noch einmal davon betonen, um Qualität der Angebote, die den Bedürfnissen der jungen Menschen und der Kinder auch entsprechen. Ich darf sagen, bewährt hat sich in diesem Sommer diese Sommerbetreuung vor allem, weil alle eine hohe Flexibilität an den Tag gelegt haben. Also wir haben es versucht, Ihnen zu erklären, was es bedeutet hat. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben, Ihnen so viel Einblick zu geben, was in den letzten Wochen im Hintergrund notwendig war, dass das, was jetzt auf die Piste kommt, auch gelingt. Das darf ich noch einmal sagen. Deshalb wirklich stellvertretend an euch zwei ein herzliches Dankeschön all jenen Menschen, die im Hintergrund mitgedacht, mitgeplant, sich eingesetzt haben, unzählige Sitzungen geleistet haben, den Gemeinden, da darf ich den Bürgermeistern danken, aber vor allem, weil sie sonst immer sich vor allem mit anderen Themen beschäftigen, den Sozial- und Familienreferentinnen, sind viele Frauen in diesem Bereich, aber auch Männer, die wirklich zusammen mit euch einen wahnsinnigen Weg jetzt hinter sich haben. Und ich darf sagen, sie zeichnen sich alle aus, diese Menschen, durch sehr viel Mut in diesem Sommer 2020, durch unheimlich viel Verantwortungsbewusstsein, aber auch einfach durch eine große Liebe gegenüber Kindern und jungen Menschen und Offenheit gegenüber den Bedürfnissen. Ich danke euch. Ich glaube, das möchte ich einfach noch einmal gesagt haben an dieser Stelle. Sie haben gesehen, und ich werde es jetzt nicht noch im Detail erklären, also was wir getan haben. Ein Ziel ist wichtig, zu schauen, dass die Programme leistbar sind für die Familien. Der Staat hilft uns, darf ich sagen, ganz ein bisschen, wobei ich viele Rückmeldungen
Meldung kriege, dass es noch nicht optimal funktioniert. Im Rahmen des Babysitterbonus ist heuer auch die Sommerbetreuung abrechenbar. Wir müssen schauen, dass IMS in dieser Sache besser funktioniert. Ich darf sagen, kriege ich leider viele Rückmeldungen, dass es sehr kompliziert ist. Allerdings darf ich doch auch bitten, das trotzdem nutzen zu wollen, weil die Beträge sind nicht schlecht. Sie sehen, es sind maximal 1.200 Euro, die auch für alle die, die nicht die außerordentliche Elternzeit genossen haben, dann über die Schiene Babysitterbonus die Kosten für die Sommerbetreuung hier abrechnen können. Und für diejenigen Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, sprich in soziosanitäre Leistungen, Krankenschwestern, Pflegehelfern, Sozialbetreuer, also die dann auch dezidiert genannt sind im Rundschreiben der IMS, wurde der Betrag auf 2.000 Euro aufgestockt. Wo wir sagen können, wahrscheinlich brauchen Sie diese Beträge nicht einmal, weil die Durchschnittskosten, weiß ich nicht, sind 40 Euro pro Woche mit Betreuung und oft auch Essen. Wie gesagt, für die Kinder, die bei den Tagesmüttern sind, geht die Schiene über den Bonus Asilo Nido. Auch da können diese Kosten, obwohl jetzt keine Kinderbetreuungsprojekte in die Sommerprojekte fahren, aber abgerechnet werden. Insofern denke ich, können auch hier diesen vielen Familien unterstützt werden. Noch ein letztes, bitte jene, keine Angst haben, sich einzuschreiben, weil das Thema Geld eine Rolle spielt. Die, die nicht über diese Schiene unterstützt werden können, können im Rahmen der normalen Angebote über die Sozialsprengel ansuchen um eine Unterstützung. Das heißt, bitte auch den Aufruf und helfen Sie uns, den an die Familien zu geben, an jene Familien, die jetzt auch, für die natürlich auch 40 Euro in der Woche, und das sind auch viele, ein Thema ist der Einschreibung, dass sie um Unterstützung ansuchen können. Und weil es geht, wie gesagt, darum, dass wir den Kindern eine Chance Gerechtigkeit und Gleichheit auch in diesem Sommer 2020 geben. Ich schließe ab, bedanke mich bei Ihnen allen. Ich bitte Sie, uns helfen, die Informationen an die Familien zu bringen, auch mit der Hilfe, dass wir sie nicht in dem Gefühl der absoluten Unsicherheit dort belassen. Viele, weiß ich, für Familie braucht Planbarkeit, das ist uns bewusst, gell? Also nicht, dass wir sie nicht geben wollen, aber sie war heuer einfach, sie ist heuer nicht möglich gewesen. Und wir werden auch weiterhin, leider muss ich sagen, auf Sicht fahren müssen, weil natürlich in den Protokollen der Sommerbetreuung natürlich auch ganz klar geregelt ist, was passiert, wenn ein Kind in einer Sommerbetreuung Covid-19 positiv wäre, was passiert, wenn ein Familienangehöriger ist. Das sind natürlich klare Prozeduren, die mit dem Department für Hygiene, und da danke ich auch Kollegen Thomas Widmann und natürlich auch dem Department für Hygiene, Primaria Dr. Regele, dafür, dass sie uns geholfen haben. Nicht? Sie sind diejenigen, die dann natürlich intervenieren müssen, sehr schnell, wenn es sollte es Infektionsfälle geben. Wir können sie nicht ganz ausschließen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir warten, bis wir sie ausschließen können, wenn die Erwartungshaltung die ist, dass wir starten mit allem, wenn wir sicher sein können, es passiert nichts, dann starten wir nie, nie. Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben in allen Bereichen. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen dann die Unterstützung der Sanität. Deshalb braucht es, wie gesagt, Mut, jetzt starten zu wollen. Aber wir machen das und wir glauben, wir bekommen es hin. Ich bin mir sicher, wir kriegen das gut gemeinsam hin. Und ich wünsche einfach allen Familien, allen Kindern und euch einfach auch noch in der weiteren Planung einen guten Sommerbeginn 2020. Und ich bin sicher, wir werden uns dann im Laufe des Sommers, vielleicht haben Sie die Gelegenheit, Sie werden euch einladen, besuchen Sie diese Projekte, machen Sie sich ein Bild vor Ort, ich mache das jedes Jahr, es macht Freude, ich denke auch heuer, schauen Sie sich an, was passiert an vielem Guten in diesen Projekten, und wir werden uns dann spätestens im Herbst wiedersehen und gemeinsam einen Rückblick halten und ich denke dann auch einen positiven. Dankeschön, alles Gute, und wir stehen jetzt natürlich für Fragen bereit.